Hallo und herzlich willkommen zur gepflegten Lego-Unterhaltung mit meinem freundlichen Kollegen Thorsten. Hallöchen! Und so. Dem freundlichen Messer. Genau. Wir haben heute das schöne Blacksmith Schmiedeset von Lego. Mal gucken. Es wird heiß. Ich bin mal gespannt, wie es aussehen wird. Die Anleitung geht ja mal. Ah, das muss ich auch noch mal reinpacken. Das ist neu. Ja, irgendwie. So, wie immer, ich hole ein bisschen mehr ran. Du wirst schon fleißig am Sortieren. 13 Tüten sind. 13? 13, ja. Hast du eine 1 da? Ja, das ist die Grundplatte, ne? Ja, ich brauche ja so. Ich nehme das mal runter, wenn es geht. Oder ich wollte es irgendwie. Ja, das ist schon los. Ah, da sind auch so ein paar. Da hatte man so eine kurze Idee. Gespoilert. Genau. Wie es aussieht. So. Recycling heute. Recycling. Hat sich auch nie durchgesetzt. Ich darf mein Bild bis heute nicht aus dem Fenster schmeißen. Hier schon. Ja, jetzt schon. Ich mach jetzt mal ein bisschen. Oh, guck mal. Diesmal ist es in Türkis. Ja, in Türkis. Oh, das ist ja direkt. Boah, jetzt bin ich Fan davon. Sofort. Ja. Davon. Also ihr bist ja aus dem Hagrid, ne? So, warte mal. Ja, das haben wir alle Tüten erteilen. Ja, dann nehme ich mich eben noch mal an. Ja, was haben wir denn da? Eine kleine Latzung. Okay. Das ist schon mal schön. So, wie ihr wisst, sprechen wir immer über die Sachen, die wir bauen. Und deswegen habe ich ein bisschen was vorbereitet. Ich werde dann ab und zu mal was erzählen über das Mittelalter. Möchtest du den vorne oder den typisch lächelnd grinsenden? Natürlich lächelnd, hallo. Ich frage mal. Nicht, das ist irgendwie. Wobei man sieht es eh nicht, weil ist hinterm Bach verschwunden. Aber es so, man weiß es, man weiß es. Sind auch schöne Farben, finde ich. Also, sehr hübsch. Ja, passend halt auch, ne? Muss ja passen. So, inklusive Hund und Knochen. Der auf den Hund könnte man sogar was draufstellen. Ne? Interessant. Ein großer Hund. Guck mal, der ist fast halb so groß wie er selbst. Ja, stimmt. Der ist groß. Es ist neu, dass mal ein Hund dabei ist. Ja, stehen wir da, ja. So, du bist schon fleißig. Ja, natürlich, natürlich. Ja, die Farben sind wirklich interessant. Ach, da ist immer ein zweiten Bart. Das ist aber identisch. Ersatzbart. Ja, wenn du mal rasieren willst. Ja. Ja, erzähl mal ein bisschen vom Set. Du hast dich ja damit beschäftigt. Ja, was heißt beschäftigt? Also es ist ja bei Legos Ideas immer so, dass gewotet wird, nicht hier umgesetzt werden. Ja, und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, dass das kommt. Ja. Zwei Fragen. Hä? Erinnerst du dich an die Zeit, wo Lego noch Burgen hatte? Ja, ja. Apropos Burgen, da soll jetzt auch wieder was kommen. Echt? Ja. Vielleicht auch in Verbindung mit dem Set jetzt, weil es vielleicht... Ich weiß ja nicht, ob sie es gut verkauft hat, das lässt sich ja immer schlecht sagen. Doch, das hat sie gut verkauft. Ja. Also, dass man so mitgekriegt hat. Ja, Lego veröffentlicht ja leider keine Zahlen in dem Sinne. Es wäre auch nicht schlecht, wenn Lego so eine Top-10-Liste veröffentlicht, die meistverkauften Sets oder so. Ja. Da brauchst du die Platte dran klipsen. Die hier, ne? Die längere.
Ja, du baust mal ein bisschen weiter. Ich lese mal ein bisschen vor. Wie vorlesen? Ich dachte, du hast es auswendig. Ja, ja. Ja, 20 Seiten auswendig lernen, ja. Ja, sicher. Das ist jetzt wie eine Abi-Prüfung. Geschichte, mündlich. Krieg ich kleine 6 drauf. Gib ihm. So, was bezeichnet eigentlich im Mittelalter? Welche Epoche war das denn? Also, es war so, dass da Kritik, also Wissenschaftler sind sich da nicht einig, wann genau jetzt Mittelalter war. Ja. Und manche sagen eben, das war, also die sind sich so vom Zeitrahmen so ziemlich einig, so zwischen 6. und 15. Jahrhundert soll das wohl gewesen sein. Ja. Das ist schon mal die erste Information für euch. Ich meine, die müssen es ja an irgendwas festmachen. Weißt du auch, hast du rausgefunden, woran sie es festmachen? Die haben sie eben daran festgemacht, was da so passiert ist. Ne? Ja. Ja, ich weiß nur noch, dass das Mittelalter an sich auch aufgeteilt wird in verschiedene, also Frühmittelalter. Ja, da kommen wir noch zu. Ach so, ja, ich wollte jetzt nicht vorwegreiten. Ja, ja, spoilert schon. Ja, das heißt spoilern. Und wenn ich was weiß, will ich es auch raus. Ja. Verstehe ich. Ist noch nicht mal Fachwissen. Ich habe es aus einem anderen Roman von da. Ich lese ja auch gerne Markus Heitz und da lese ich im Moment Olirius-Sage. Das sind so 10 Bände. Und dann geht es auch um ja, so ein Land, wo es alte Regierungen gibt und so wie Game of Thrones, wie ne, so verschiedene Herrscher und so. Ja. Da gibt es auch Ränkespiele und so. Das ist ganz gut geschrieben von ihm. Das war vor Game of Thrones geschrieben, muss ich sagen. Vielleicht als Inspiration, man weiß es nicht. Ja. Game of Thrones ist ja ultra erfolgreich. Ja, ultra, das stimmt. Da gibt es jetzt auch eine 4K-Version. Ich muss gestehen, ich habe da nichts von gesehen. Ich wollte es mir mal angucken, eben weil es so bekannt ist. Hat sich irgendwie nie ergeben, so richtig. Zumal es ja, glaube ich, auch Netflix-Original ist, ne? Ich weiß es gerade gar nicht. Das ist nicht Netflix, das war Sky. Sky sogar? Ah. HBO hat es ja produziert und dann hat Sky dann gezeigt. Und bei Amazon konnte es gucken. Ah ja, guck. Damals. Ja, ja, das ist heute nicht mehr, glaube ich, ne? Du kannst jetzt immer noch leihen. Ne? Aber nicht bei Amazon. Doch, kannst du noch leihen. Ja, ja, aber jetzt nicht als Prima-Kunde. Ne? Nee, das Hashtag nicht. Nur Werbung. Ne? Ja, man muss aufpassen, was man sagt heute. Was, werdet ihr bezahlt? Nein. Ja, es gibt ja auch YouTube und alles. Ist jetzt nicht unbedingt vergleichbar, aber ja. Netflix, Disney Plus, die ganzen Streaming-Dienste. Ist das nicht schlimm, was man heute alles abonnieren müsste, um alles sehen zu können? Oh, ja, pass auf. Dann wirst du verrückt. Dann musst du noch die Zone abonnieren, um dann diese Champions League zu gucken und Europa League. Und, ja, schlimm. Schlimme Entwicklung. Eigentlich schon. Und genau dasselbe wird auf dem Smartphone-Markt früher oder später auch passieren. Huawei hat sich ja schon von Google verabschiedet. Ja, das ja. Und demnächst hast du für jedes Handy einen eigenen Store und alles feiern. Ja, wirklich. Und ich sage, irgendwann bricht auch dieser Markt zusammen. Natürlich. Irgendwann ja. Aber es ist jetzt komplett das andere Thema eigentlich. Wir bauen gerade kein Smartphone, wir bauen eine Schmiede. Eine Schmiede. Eine mittelalterliche Schmiede. Ja, stell dir mal vor. Knochenjob. Ja, die waren auch gut angesehen, ne? Die Schmiede der Leute. Kann ich mir vorstellen, das heißt ja nicht umsonst Handwerkskunst. Ja, ohne Schmiede gibt es keine Hufeisen, die können keine Rüstung schmieden, keine Waffen. Also. Ich weiß nicht, ob das in ihrem Haushalt schon anfing oder Geräte für Ackerbau und solche Sachen. Ja, bestimmt. Das weiß ich jetzt aber nicht genau. Also Messer, Scheren und solche Sachen werden ja auch geschmiedet. Ja, die werden auch geschmiedet, ja, sicher. Guck mal, mache ich das nicht gut? Ah, du kommst da drauf. Ist das korrekt? Nee. Doch. Und das nicht so schräg?
ist, muss das so. Da sind die zwei, da ist der lange, da ist der. Das passt. Wehe, das ist falsch. Soweit, kannst du hier in deinen Rollen klären. Ich werde schon wieder bei Wasser und Brot eingesperrt. Ja. Nur ohne Wasser und ohne Brot. Von wegen. Immer diese Drohung. Wo ist denn der? Alter. Ja, die Farben finde ich echt interessant. Hatten wir so in einem Set, glaube ich, auch noch nicht. Nee, hatten wir nicht. So ein bisschen Pastell gehalten, ne? Ja, so pastellig, das scheint schon. Ich stelle mir das auch sehr anstrengend vor. Schmiedearbeit. Kraftaufwendig natürlich. Dann die Hitze von dem Ofen, von der Glut. Du machst da weiter. Natürlich, weil ich das so gut sehe von hier. Ja. So meine Augen trainieren. Was kann ich denn auch noch erleben? Die vorherrschende Gesellschaft und Wirtschaftsform des Mittelalters war der Feudalismus. Grundzüge dieser Zeit waren eine nach Ständen geordnete Gesellschaft, eine durch das Christentum bestimmtes Weltbild, eine christlich geprägte Wissenschaft und Literatur, Architektur, Kunst und Kultur sowie Latein als gemeinsame übergreifende Bildungssprache. Mhm. Ja, also da gab es ja auch nur die Könige und dann kamen die Adligen und dann irgendwann ganz unten kamen die Bauern. Ja, stimmt. Aber im Grunde genauso wie heute, die, die meiste Arbeit leisten, sind ganz unten. Ne? Genau, Alter. Da hat sich nichts geändert. Ja, stellen wir wollt ohne Bauern vor, wenn wir feiern. Ja, richtig. Es war ja auch so, die Adligen haben dann immer Abgaben verlangt von den Bauern. Und wenn die nicht geleistet haben, ja, dann mussten die halt hungern. Ich glaube, die haben denen dann auch einfach das Land weggenommen, oder? Ja, auch. Und eignet. Ja. Ein modernes Sklaven. Modern vor allem. Für die Zeit. Ja, du weißt, was ich meine. Ich hoffe, der sitzt jetzt richtig, der dieser hier. Ja. Ja, das sieht ganz gut. Interessant, der Grund ist. Das sieht sehr interessant aus, ja. Weil der hier so übersteht so ein bisschen. Aber das soll so. Der geht einmal so im Kreis, ne? Vielleicht hat das Ding einen Keller. Keller, ja. Nee, da kommt das eben eine Platte rein, aber die ist doch zu groß. Die sind doch alle zu groß. Oder sollen die oben drauf? Sie sollen. Ach, die sollen oben drauf. Oh. Ah! Ich dachte, die sollte rein. Sah so aus, ja. Ja, sah wirklich so aus. Boah, das ist ja nicht mal ein Bauschritt, Alter. Das ist ja. Doch, das ist ein Bauschritt. Einmal die Platte drauf machen. Einmal erheben die ganze Sache. 3D. Wir bauen den 3D, ja. Ja, 2D-Bau wäre ein bisschen schwierig. Das stimmt. So, Blümchen. Also. Ist das dieses Grüne? Ja, sicher ist das. Sekunde, ich setze den eben so. Das ist gut. Da soll so ein Knochen sein, das ist ja cool. Ja, ein Knochen. Und ein Knochen. Ja, aber hier denn sonst? Wobei man weiß, ich werde auch vom Menschen. Warte, du hast die Schrägen nicht immer. Die Schrägen? Die vier hier. Ne, die nicht. Gibt direkt Punkt ab, so. Ja, cool, dass ich die nicht. Die Praktikantin hätte das gesehen. Ja, vielleicht. Hat auch nicht alles gesehen. So. Ja, passt es noch. Ach so. Blümchen. Und hier, da fehlt noch ein Blümchen. Oh nein! Ein Blümchen ist auch wichtig, ja?
Hatten wir die Steinchen schon mal? Vor allem flach oben auf. Also jetzt so. Haben sie noch nicht benutzt, oder? Auf einer Palme vielleicht? Auf einer Palme, ja. Gehst du auf die Palme? Ah ja, okay. What? Okay, es wird anspruchsvoll. Ab hier ist FSK 18. Na, das glaube ich nicht. Nee, ich glaube nicht. den machen wir auch noch. Der kommt da hin. Dann haben wir hier noch ein Blümchen vergessen. Setzen wir dann mal eben da drauf. So. So. Das bin ich mir nicht sicher. Eins, zwei, das passt. Okay. Den haben wir, den haben wir, den haben wir. Den und das Blümchen. Ist auch den Haut. Ach, du bist ja schon eine Seite. Ja, natürlich. Ja, wieder du alles bauen hier. So muss es ja sein. So wie immer. Haben wir ja immer so gemacht, oder? Das Bauen. Ja. Da ist noch der Versuch. Ich kann trotzdem mal mitmachen. Ja. Zack. Und zack. Achso, hast du schon. Ja, der lacht dann einmal. Und die? Achso, die zwei Platten. Die habe ich jetzt noch nicht. Das ist korrekt. Ja, ein Lenksch und eine Quirtsch. Das war's, oder? Yes. Und die? Nee, kann man nicht. Oder? Doch, warte mal. Was denn? Ach, die hast du tatsächlich auch so. Ah, okay. Die müssen ja so wegen den Mauern. Nee, ich guck nur, dass du. Du hast tatsächlich auch die Richtung geachtet, weil die anders geprintet sind von der Seite. Ja, die Mauerstücke. Ja, ja. Sah nur gerade so seltsam aus. Ja, der Hund ist auch hier. Tag. Ihr sagt mal guten Tag. Ja, die haben wir lange nicht mehr gesehen. Und dementsprechend war das Interesse auch nicht groß. Wupp. Also, okay. Achso, das ist so eine. Der dreht sich nach außen. Und kommt dann so eine Laterne, ist das die? Ja. Mit zwei Ecken diesmal habe ich so auch noch nicht gesehen. Ja, stimmt. Nicht in der Farbe zumindest. In Grau kennen wir das. So, die zwei Platten nochmal, dann ist da noch dieses Grüne hier. Du musst da wieder, ne? Ja, richtig. Okay. Okay, deswegen nicht wundern. Naja, deswegen frage ich. Diesmal wird es auch sehr spannend, da kann man gar nichts draus erkennen. Nee, überhaupt nichts. Mhm. Aber ich denke, hier wird die Schmiede hinkommen. So sieht es zumindest aus. Der erste Bauschritt ändert sich den. Ändert sich der Näher. Ändert sich der Näher? Okay. Kennt man doch, oder? Ja, kann man. Ah ja, ein bisschen was haben wir noch. Ja, der Rest ist schon wieder Ersatz. Ging aber schnell, die Asodüte. Ja, es geht gefühlt auch immer recht schnell. Vor allem beim dualen Bauen. Das hier, oder? Ist das korrekt? Ja. So? Sieht aus wie die Kohlen, ne? Ja, daran dachte ich auch tatsächlich. Ja. Spannend aus. Sieht sehr spannend aus. Das kommt aus Schild schon mal, die Asodüte ist fertig. Mit Röntgen. Oh ja. Doch, das ist auch Ersatz. Ersatz, genau. Cool. Ja, das war schon mal die erste Einführung ins Mittelalter.
Erfolgreich. Guck mal, das waren jetzt 25 Seiten. Ja. Passt. Würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.